Hallo, Markus hier. Ich möchte Ihnen heute etwas zeigen und auch auf einige Dinge hinweisen, die Sie so vielleicht nicht hören, vor allem in Deutschland weniger hören werden. Ich persönlich lebe seit 2008 im Ausland und ich habe einen etwas anderen Blick auf Europa, einen etwas anderen Blick auf Deutschland, Österreich, auf meine alte Heimat sozusagen. Ja. Und der Blick ist leider, ich möchte nicht sagen verschlafen, ja, oder was ich sehe, ist verschlafen. Ja. Ich glaube, der Zug für Europa ist abgefahren. Ja, der wirtschaftliche Zug ist abgefahren, Europa ist entwickelt, es geht nichts mehr weiter, die Motivation ist nicht da, das Ganze verwandelt sie. Ich weiß nicht, in was sie das Ganze verwandelt. Und ich meine jetzt nicht einmal Covid. Ja, Covid ist einfach meiner bescheidenen Meinung nach, das ist ein Zwischenschritt auf dem Weg zum Faschismus, Kommunismus, weiß ich nicht, vielleicht irgendeine Art von sozialistischen Kapitalismus, was auch immer es ist, es wird nicht gut für die Leute enden. Einigen Leuten wird es sehr gut gehen, aber dem Großteil wird es nicht so gut gehen. Die Frage ist, ob sie es merken werden. Ja? Du wirst nichts haben und du wirst glücklich sein. Ja? Warum glaube ich, dass es so ist? Ja? Ganz einfach, ich möchte Ihnen zeigen, wie es in einem noch nicht entwickelten Land aussieht, welches aufstrebend ist, welches motiviert ist, wo gearbeitet wird, wo was gemacht wird. Ich zeige Ihnen das einfach ganz einfach, indem ich darauf klicke. So, ich bin da gerade, das ist eine Art Hotel, wo ich da bin. Das nennt sich Service Department. Und da sind wir jetzt ziemlich oben, fast ganz oben. Und Sie sehen eines. Sie sehen Kuala Lumpur. Das ist Kuala Lumpur. Und Sie sehen da die Baustelle von Kuala Lumpur. Ja. Der Kran von Kuala Lumpur. Ja, gleich da unten wird das gebaut. Aber schauen Sie mal ein bisschen weiter nach hinten. Auch dort sind überall Kräne. Baukräne noch und nöcher. Ja, da wird gebaut ohne Ende. Also es ist echt, es ist wirklich, wirklich faszinierend. Und so sieht es aus, wenn eine Nation motiviert ist, wenn eine Nation aufstrebend ist, wenn sie was macht. Jetzt sieht man, ich gehe da ein bisschen ins Wasser rein. Ja, herrlich. So, ich möchte Ihnen noch zeigen. Die bauen da in der Convention Center. Ich habe keine Ahnung, was das da sein soll, was da wird. Ja. Auf jeden Fall ist es groß. Und das Problem ist, dass das in Deutschland halt oder in Europa schon lange nicht mehr der Fall ist. Ja. Sie werden sich jetzt denken, ja, okay, Markus, ist ja nicht so schlimm, uns geht es ja gut und das passt ja alles. Das ist ja okay, sollen die anderen auch was haben. Das stimmt, wir sind on the top, aber von the top geht es bergab. Und was vielleicht niemand erkennt oder was man nicht sieht, ist, dass die Wirtschaft niedergefahren wird von den Politikern, von den unfähigen Politikern. Niedergefahren bedeutet, ja, es gibt einige Firmen, die machen gutes Geld. Ja, Autofirmen machen gutes Geld, aber nicht in Deutschland. Die machen gutes Geld in China, die machen gutes Geld im Ausland. Ja, was die Angestellten, die dort arbeiten, haben was davon? Okay, es geht auch den KMUs gut, den kleinen und mittleren Unternehmen. Denen geht es sehr gut. Die machen 60-70% der gesamten deutschen Industrie aus. Aber das Problem ist, auch die werden niedergefahren. Die werden zerstört. Ja, das wird man in den nächsten Jahren noch stärker sehen. Ja, nicht zerstört durch Covid. Covid ist, das ist einfach ein Zwischending. Das ist ein Meilenstein auf dem Weg zum sozialistischen Utopia, wo wir hinmarschieren. Ja. Und ich zeige das bald wirklich detailliert in einem Video. Aber die KMUs, die werden mit Regulationen niedergefahren. Die werden mit Steuern niedergefahren. Ja. Mit bürokratischen Hürden niedergefahren. Und das geht jetzt noch gut, weil wir uns einen dicken, fetten Speckpolster angegessen haben. Nicht wir, es waren eigentlich unsere Eltern, meine Eltern, ihre Eltern. Oder sie waren vielleicht selber dabei oder ihre Eltern waren dabei. Ja. Aber 70 Jahre lang ist uns gut gegangen. Wir haben keine Krisen, haben wir schon, aber das sind alles in Wirklichkeit keine Krisen. Wir haben keinen Krieg gehabt. Ja, niemand ist verhungert die letzten 70 Jahre. Ja, was super ist, wunderbar. Aber ich befürchte, wir verlieren die Freiheit. Wir verlieren die Grundrechte, das geht alles weg. Das sieht man jetzt vielleicht noch, man sieht es jetzt immer mehr und mehr. Das Tempo nimmt zu, den Planern geht die Luft aus langsam. Sie merken, okay, jetzt hat sie ein Handlungsfenster geöffnet und wie immer gibt es genug Handlanger und Mitläufer, die einfach mitmachen. Die da wirklich gerne
ich möchte nicht sagen, eine Diktatur aufbauen, aber sie möchten gerne die Diktatur aufbauen und schauen, dass sie diejenigen sind, die diktieren. Und das passiert leider im Moment mit unserem Land. Ich sehe es vom Ausland besser. Es geht, Europa stagniert seit 20 Jahren. Und das Problem ist mit der Stagnation, in Wirklichkeit stagniert es nicht, es ist auf einem langsam absteigenden Ast. Aber es ist leider wie bei einem Wasserfall. Es geht lange Zeit langsam runter und dann geht es sehr schnell runter. Wie bei einem Wasserfall. Und wir bewegen uns in die Richtung. Denn kurz bevor es schnell runtergeht, fängt das Wasser auch zum schneller werden an. Am Anfang ist es langsam. Man sieht es in der Inflation, man sieht es überall. Ja. Langsam, dann die Inflation fängt ein bisschen an, ein bisschen mehr und dann geht es ein bisschen schneller mehr und dann ist die Hyperinflation da. Ja. Und es gibt einen Plan, das abzuwenden, hat nichts mit Wirtschaft zu tun. Keine Sorge, es ist nicht geplant, dass jetzt irgendwie die deutsche Wirtschaft aufgebaut wird, bla bla bla. Lesen ein bisschen in den politischen Programmen nach. Ja, der Plan ist ganz einfach, das ist der digitale Euro. Ja, und der digitale Dollar, nicht die Kryptowährungen. Ich rede nicht von den klassischen Kryptowährungen. Die sind ganz was anderes und die sind ein möglicher Ausweg. Ich rede von digitalen Euro, wo alles kontrolliert werden soll. Und das ist das, wo wir uns hinbewegen. Auf ein super kontrolliertes, technokratisches, mit einem sozialen Kreditsystem versehenes, faschistisches, unterdrückendes System, ja. Wenn wir nichts tun. Das ist, wo wir enden werden, wenn wir nichts tun. Das Zeitfenster ist noch offen. Man kann noch etwas tun, aber die arbeiten fleißig dran. Teile und herrsche. Ja, die Bevölkerung wird im Moment aufgeteilt. Die Politiker tun alles dran, um Leute gegeneinander aufzustacheln. Ja. Freie Meinung wird unterdrückt, es gibt nur eine, man kann freie Meinung äußern, solange es die der herrschenden Masse ist. Das war im Kommunismus so, ja? Solange es die der herrschenden Regierung ist. Ja, sie haben im Kommunismus alles sagen können, was sie wollen haben, solange es gut für die KP war, für die kommunistische Partei war. Ja, das gleiche in China, sie können sagen, was sie wollen, solange es nichts gegen den Präsidenten ist, ja, solange es nichts gegen die kommunistische Partei ist. Und wir sind genau da drinnen. Wir sind genau da drinnen. Wenn Sie glauben, es gibt eine freie Meinungsfreiheit in Deutschland, Österreich, ich muss Sie enttäuschen, das gibt es schon lange nicht mehr. Hat es eigentlich nie gegeben. Man kann Sachen sagen, ja, aber wenn sobald was kommt, das gegen die weitläufige Meinung ist, ja, klar, Sie können sagen, ja, Merkel ist scheiße. Ja, das geht in China nicht. Ja, ging auch in Kommunismus. Das können, aber das ist nicht die Art von Freiheit, von der ich rede. Ja. Es gibt andere Dinge, die Sie nicht beim Namen nennen dürfen, wofür Sie im Gefängnis wandern. Und es wird immer mehr von den Leuten geben. Jetzt wird es von den Dingen geben. Jetzt wird es die Impfpflicht kommt, Freunde. Die Impfpflicht kommt. Die drücken das mit Biegen und Brechen durch. Die teilen die Leute, sie teilen die Gesellschaft auf. Geimpfte, Ungeimpfte. Hat schon mehrmals hat's gegeben in der Geschichte. Hat nicht gut geendet. Ja, wo soll das dann da enden? Wo bitte soll es enden? Der Vorteil ist, es gibt noch genug im Widerstand. Es gibt noch genug, die es erkennen und denen es nicht gefällt. Aber man muss was tun. Man muss was tun. Und jeder muss was tun. Ja. In dem Sinn, verbreiten Sie die Nachricht. Verbreiten Sie die Nachricht und bereiten Sie sich auf ein nicht so tolles Erwachen vor. Also wir sind jetzt im Erwachen. Man könnte auch sagen, das sind so Geburtswehen. Ja? Die Geburt schmerzt. Vielleicht sind wir in so einem Prozess. Die Frage ist, wo wir aufwachen werden in 5, in 10 Jahren. Jetzt können wir es noch ändern. Aber man muss aktiv werden. Und auch für die an die Geimpften sage ich, Freunde, es geht nie um die Impfung. Es ist nie um die Impfung gegangen. Es geht nicht um die Impfung. Es geht nicht um ihre Gesundheit. Da geht es um ein neues politisches System, was durchgedrückt wird. Und wir bewegen uns mit Vollgas drauf zu. Und keiner merkt es. Oder die wenigsten merken es. Ja? Ihr müsst was dagegen tun. Ja? Macht es publik. Ja? Verbreitet das Video. Liked es das Video. Abonniert den Kanal. Nehmt den Link oben und teilt das Ganze. Es wird ein böses Erwachen geben. Und mit böse meine ich wirklich böse. Ja? Ich rede immer, ja, solange sie die Leichenberge nicht stapeln, wird alles okay sein. Hoffentlich werden sich die Leichenberge nicht stapeln, aber sie werden in einem Gefängnis leben,
nicht einmal wie in China. China ist nicht so schlecht. Ja. Aber wir steuern auf was weit, weit Schlimmeres zu. Mit Vollgas. In dem Sinn, ja. Wachen Sie auf. Bereiten Sie sich vor. Organisieren Sie sich. Ja. Im Kleinen, im Haus, in der Straße. Lernen Sie Ihre Nachbarn besser kennen. Bereiten Sie sich auf schlechte Zeiten vor. Weil die kommen leider. Die kommen definitiv. In dem Sinn, positiv bleiben, trotzdem positiv bleiben. Ja. Bereit bleiben. Ja, das gibt Hoffnung. In dem Sinn, alles Gute, wir hören uns. Bis bald, Ihr Markus Dahn.